Wir sehen jetzt auch. Weiter, ist zu leicht! Daniel. Centro. Ja, Meffo, am Ende steht hier die 2:6 Niederlage. Vielleicht etwas deutlich, wie fallen deine ersten Worte zur Partie aus? Ja, es war ein sehr intensives Spiel, sehr, sehr hart, sehr, sehr, sehr anstrengend für uns, für den Gegner auch. Ja, wir sind eigentlich gut in Führung gegangen mit einem schönen Tor, waren dann nicht ganz wach. Meiner Meinung nach niemals Handelfmeter, den machen sie. Ja, egal, ist dann halt so, 1-1, dann durch ein Standard-Gegentor und dann durch ein, zwei individuelle Fehler auch stand es dann auf einmal 4-1. Das passiert. Ja, dann war es einfach ein sehr, sehr intensives Spiel und dann ist 6-2 war es ausgegangen und okay, wir haben Sachen gesehen, die wir gut gemacht haben, wir haben auch viele Sachen gesehen, die wir besser machen können, besser machen müssen und daran werden wir arbeiten. Eine ganze Menge, sowohl Positives als natürlich auch Negatives. Ja, ich glaube schon, dass wir gut reinkommen ins Spiel führen, aber das geht natürlich dann deutlich zu schnell und diese vier Tore, die müssen wir uns einfach angucken. Das darf uns so in der Form einfach nicht passieren. Das ist ärgerlich. Nichtsdestotrotz, wir spielen dann trotzdem unser Spiel weiter und glauben an uns, machen auch nochmal das 4-2. Das ist dann schon gut. Und dass Freiburg eine gewisse Qualität hat, die sind Zweiter in der Bundesliga, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Deswegen war es trotzdem, auch wenn wir 6-2 verlieren, ein guter Test für uns. Du sprichst schon eine gewisse Qualität von Freiburg an. Was kann man mitnehmen eben vom Gegner heute, was man selber adaptieren möchte, auch gegen einen Gegner, der schon eine Woche weiter ist als wir? Ja, natürlich eine ganze Menge. Allein das Mindset wahrscheinlich von den Jungs, ja, die kriegen den Gegentor, aber das merkst du ihnen nicht an. Und da, glaube ich, müssen wir auch dran feilen, dass das uns eben nichts ausmacht, weil wir wissen, okay, wir können das aber immer drehen. Alle mal in der zweiten Liga. Und das ist, glaube ich, einfach ein Riesenpunkt. Und klar, was man natürlich sagen muss, die Jungs machen keinen Fehler. Aber wir sollten daraus lernen, dass, wenn wir selber das 1-0 machen, einfach, dass wir hellwach sind und nicht direkt das 1-1 bekommen. Und wenn wir dann noch das 1-2 direkt bekommen, was uns auch niemals passieren sollte in der Saison,
ja, dass wir uns dann zusammenreißen und nicht direkt nochmal zwei bekommen. Ja. Du hast aber schon angesprochen, gibt auch Dinge, die gut liefen. Was siehst du da? Zum Beispiel das erste Tor fällt mir jetzt direkt ein, war super gespielt, aber auch andere Angriffe, die super ausgespielt waren jetzt am Ende. Ich glaube, es hätte auch anders ausgehen können. Da waren schon viele gute Passagen auch drin. Auch dafür, dass wir so, ja, man hat halt gemerkt, die sind viel weiter im Training. Jeder Zweikampf, in den wir dann gerade so reingekommen sind, haben wir dann auch meistens verloren. Das lag auch viel daran, dass wir einfach noch nicht so diese Match-Fitness haben wie der SC Freiburg. Ja, wenn ich sehe, wenn wir die Tore rausspielen, gerade das erste Tor ist, glaube ich, von hinten wirklich durch. Denn über Bakker, super Flanke, Bobby macht eine Klein. Das war richtig, richtig gut. Und so, glaube ich, hatten wir mehrere Szenen, wo wir uns aber auch noch weiter belohnen müssen. Ja, wir kommen dann schon häufig in unsere Räume und da muss es noch mal ein bisschen mehr knallen. Auf welchen Fokus geht es jetzt in den nächsten Tagen? Wir stehen ja hier noch am Anfang vom Trainingslager. Unser Spiel wieder weiter zu verfeinern, ja, konsequenter natürlich auch irgendwo zu verteidigen, noch mehr Biss reinzulegen, einfach keine Gegentore kassieren wollen. Und wenn wir mal eins kassieren, dann kassieren wir vielleicht eins, aber eben nicht drei, vier direkt hintereinander. Das ist ja einfach ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind froh, dass wir hier sind. Wir haben eine richtige Menge Arbeit vor uns, aber wir wissen auch, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind. Und deswegen geht es so weiter. Ja, was natürlich auch dazu kommt, es dauert einfach noch, bis wir unsere Match-Fitness haben und dadurch kommt dann ganz viel, was dann besser wird. Also da kann man jetzt gar nicht so richtig dran arbeiten, sondern einfach trainieren, um einfach fit für die ganze Saison zu sein. Und ja, dann so langsam eine Woche vorher trainiert man dann weniger, um dann diese Match-Fitness zu haben und dadurch kommen ganz, ganz viele Sachen automatisch wieder. Wir haben jetzt, letzte Frage, in den letzten 50 Minuten hier eine besucht junge Truppe auf dem Platz gesehen, für einige wahrscheinlich die größte Herausforderung bisher in der jungen Karriere gegen gestandene Bundesligaspieler. Wie hast du die Leistung dieser jungen Mannschaft gesehen? Du hast ja vom Spielfeld zugeguckt. Ja, die haben es richtig gut gemacht. Alles reingehauen, ihr Bestes gegeben und ja, fast sogar noch das Tor gemacht. Vielleicht sogar noch ein Tor mehr hätten machen können. Aber die haben es wirklich sehr gut gemacht. Ja, ziehe ich meinen Hut vor der Leistung. Die Jungs haben es wirklich gut gemacht, waren heiß. Ja, es ist, glaube ich, auch ungewohnt für die Jungs dann mal gegen Freiburg zu spielen. Da haben sie, glaube ich, auch gemerkt, was die für eine Qualität haben. Aber trotzdem, sie haben sich reingehauen, haben Chancen erspielt. Leider ist er nicht so richtig reingegangen dann in den letzten 50 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Jungs oder wir können auf die Jungs wirklich stolz sein.